Hallo und herzlich willkommen bei Crystal Delicious. Heute zaubern wir zusammen ein ganz, ganz leckeres und schnelles mediterranes Ofengemüse. Im Übrigen eignet sich das Rezept auch perfekt als Grillgemüse, aber ich weiß nicht, ob ihr das im letzten Video gesehen habt. Unser Grill ist nicht so groß und deswegen bereite ich das immer super, super gerne hier auf der White Lady vor, denn hier passt genügend drauf und währenddessen das Fleisch draußen auf dem Grill ist, kann man dann einfach das Ofengemüse im Backofen zubereiten und es schmeckt super lecker. Und da wir auch gar nicht viele Zutaten brauchen, außer leckeres Gemüse, zeige ich euch schon mal die Zutaten. Als Gemüse nehme ich jetzt einfach hier wahlweise 2,5 Zucchini, ein Bund Lauch, 3 Paprika, einfach hier ein bisschen bunt gemischt und nochmal 250 Gramm in etwa von Tomaten. Wer Cocktailtomaten hat, kann hier auch Cocktailtomaten verwenden, die kann man dann als Ganzes lassen. Bei dem mediterranen Gemüse achte ich eigentlich nur darauf, dass ich die Stücke ein bisschen gröber schneide. Das heißt, dass ich zum Beispiel die Zucchini ungefähr in 2 cm dicke Scheiben schneide und die dann einfach nur Viertel. Und auf diese Größe passe ich dann eigentlich das restliche Gemüse an. Zum Würzen des Ganzen benutze ich jetzt hier Olivenöl von Maiolio mit Basilikum-Knoblauch-Geschmack. Wer normales Olivenöl benutzt, kann dann auch gerne noch eine Knoblauchzehe hinzufügen. Dann benötigen wir noch ein bisschen Pfeffer, meine Geheimzutat Balsamico-Essig, in etwa so einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Thymian und einen Teelöffel Oregano. Ich vermische jetzt einfach alles auf der White Lady. Ihr könnt euch aber auch, wenn ihr es schon mal vorher zubereiten wollt, man kann es auch problemlos am Abend vorher oder am Morgen vom Grillen vorbereiten. Dann könnt ihr das Ganze einfach in eine große Schüssel machen, schön durchmengen, damit sich alle Kräuterchen gut vermischen. Und dann kann man das einmal wunderbar hier drauf vertacken. Und dann kommt das ganze Gemüse einfach nur in den vorgeheizten Backofen bei 220 Grad für etwa 15 bis 20 Minuten. Das ist natürlich wie immer abhängig von eurem Ofen. Im Übrigen ist das Rezept natürlich absolut variabel. Ihr könnt es mit dem Gemüse austauschen, mit dem, was ihr am liebsten mögt. Und zum Beispiel ein Tipp, ich habe leider keinen Feta zu Hause gerade, aber man kann auch super gut noch Feta da so ein bisschen drüber streuseln. Das schmeckt sehr, sehr gut. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Die genauen Mengenangaben und die Zeit und alles vom Rezept findet ihr natürlich auf meinem Blog crystals-delicious.de. Alle Artikel, die ich benutzt habe, findet ihr in meinem Shop, der ist auch unten verlinkt. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Ausprobieren von diesem Rezept. Also bis bald. Tschüss.